Meinen kleinen Spiegel schauen. Oh. Flasche einfach mal mitten ins Bild stellen. Normal, würde ich sagen. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also, ich bin gerade von der Schule gekommen. Ich habe mir gerade einen Zopf gemacht, weil meine Haare, die waren schlimm. Auf jeden Fall, ich habe heute Ballett. Das heißt, ich habe heute einen schnellen Snack, und zwar Sushi und Mochis. So ein Schokoladending. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja. Los geht's. Okay, ich richte mir jetzt erstmal mein Sushi her. Ich hasse es, Sushi so aus der Packung zu essen. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Ich denke schon. Ich mach das immer so auf so ein Brett. Das ist, was für Brett? Teller meine ich. Ich habe heute wieder das mit Gurke, Paprika, Avocado und dieses rote Beete-Sushi, weil es einfach pink und es ist lecker. Das gönne ich mir jetzt erstmal. Boah. Auf jeden Fall versnack ich das jetzt erstmal oben. Oh mein Gott, yum, yum, yum. Ich versnack das jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich habe jetzt aufgegessen, das war auf jeden Fall richtig lecker. Nach Sushi bin ich irgendwie immer so richtig voll. Ich esse jetzt trotzdem noch was Süßes, weil das geht immer. Dry Mochis genommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu viele waren. Nee. Auf jeden Fall, ich snack die jetzt noch weg. Danach muss ich mich umziehen für Ballett. Während ich die snack, schaue ich übrigens TikTok, nur. Das Ding ist, meine Mom dachte sich so, wie like, Bildschirmzeit, mach mal. Jetzt habe ich 4 Stunden am Tag und also ich habe gerade noch 2 Stunden. Also ich habe schon 2 Stunden aufgebaut und jetzt habe ich halt noch 2 Stunden. Ja, ich wollte es nur sagen. Also Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall voll gefressen. Auf jeden Fall trinke ich jetzt noch kurz was und dann gehe ich raus, bis mit den Hunden chillen. Komm hier. Komm. Leute, ist es nicht total cool, dass jetzt wieder Frühling wird? Es war zwar schon mal besseres Wetter, aber die Blüten kommen wieder. Seht ihr es hier? Hier, was? Auf jeden Fall kann man wieder was mit Freunden machen, weil einfach der Vibe wieder da ist. Und das Coole ist, ich kann jetzt mit meinem neuen Fahrrad auch zum Ballett fahren. Und ich glaube, es ist jetzt auch bald Zeit, deswegen, ich muss los. Oh Gott, ich glaube, ich bin schon wieder zu spät. Leute, kommt mit, wir packen jetzt schnell meine Sachen. Coole Schuhe, Kollege. Okay. Ich bin etwas aus der Puste. Aber mir geht's gut. Ich brauche jetzt meine Tasche. Gehe ich jetzt erstmal dahin und mache mich jetzt fertig. Also Haare und so. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin so unsportlich geworden irgendwie. Boah. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Ballett. Aber doch, das ziehe ich durch. Ich mache mich auf jeden Fall noch ganz kurz ein bisschen fresh. Bisschen Lippenpflege-Dings da. Oh Gott, und jetzt die Haare. Ach du meine Güte, wie kriege ich das denn jetzt am besten hin? Hm. Boah, ich schneide mir meine Haare bald. Wollte ich nur so sagen. Ich bin überlegen, weil ich wollte sie entweder halt wieder so relativ kurz schon machen. Aber voll viele sagen, ich sollte nur bis hier schneiden. Ich wollte halt eigentlich so ein richtiges Glow-Up. So Summer-Glow-Up, wisst ihr, was ich meine? Das muss ja auch alles hier halten, Freunde. Gott, oh mein Gott, das war zu viel. Ach ja, ist ganz süß. Ist ganz süß. Jetzt haben wir noch für den Drip ein Scrunchie. Ja, und morgen übernachtet Gina. Was für morgen übernachtet sie? Also Samstag auf Sonntag. Und morgen kommt sie und wir gehen shoppen. Ich freue mich. Und dann gehe ich auch schon los. Nee, meine Schuhe muss ich noch reintun. Oh, oh. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zum Ballett und schaut mal, das ist mein neues Bike. Und ja, ich zeige euch das jetzt auf jeden Fall genau.
Bubble Tea mit auch Erdbeerjuice und auch Granatapfel. Auch Granatapfel? Leute, ich bin wieder zurück. Ich habe noch einen kleinen Abstecher bei DM gemacht, weil DM schadet ja nie, ne? Naja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt alles über mein Fahrrad. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Und ja, ich finde es auch mega praktisch, dass das alles hier vorne so drauf passt. So, jetzt geht's weiter mit dem Vlog. Also Leute, oh mein Gott, mein Haar. Ach, meine Güte. Oh. Ich habe mich jetzt kurz umgezogen. Halt einfach meine Jogginghose und so ein schwarzes T-Shirt, Top, keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt, was ich bei mir alles gekauft habe. Also, ich habe mir einmal Fruchtiger geholt. Einfach das beste Getränk. Habe ich einmal diese Augenpätzchen gekauft. Und die hier. Und noch die hier von Essence. Die wollte ich mal ausprobieren. Kaugummi. Viel Kaugummi. Also ich habe einmal diese neue Bilou-Kaugummi. Das probieren wir jetzt mal. Ich habe ja früher so viel Bilou gesammelt. Ich bin nicht mehr so der Fan davon, aber ja. Cherry Coco. Boah, die riechen irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so der Fan davon, von diesem süßen Kaugummi. Obwohl nicht mehr so schlecht. Verlieren relativ schnell den Geschmack. Sind aber gut. Orange Lemonade. Boah, ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock auf sowas, aber egal. Ich hoffe, es schmeckt also fruchtig und spritzig. Schmeckt genauso, wie ich mir vorgestellt habe. Ist aber besser. Coco. Cherry Coco. Ja. Habe ich einmal wieder meine Wassermelon-Kaugummis, weil ihr wisst, ich liebe die. Und die hier. Also, falls jemand von meinen Freunden dieses Video sieht, ich nehme alle mit in die Schule. Bedient euch. Dann habe ich mir einen neuen Concealer gekauft. Eigentlich genau denselben, den ich hatte, nur ein bisschen dunkler. Falls ihr irgendwas schreibt, aber da kann man doch noch bestimmt voll viel rausholen, ne? Nee, Leute. Nee, seht ihr, wie leer der ist? Weil, guck mal, ich habe da oben schon dieses Ding da rausgetan. Und ich zeige euch mal, warte, das ist hier. Ich mache hier so ein bisschen drauf. Man sieht, da kommt nichts mehr. Nur noch so ein bisschen so. Ihr seht es hoffentlich so. Ich gehe hier durch und ich komme nicht mehr nach ganz da unten. Da ist auch nicht mehr so viel Produkt so. Ich habe das so ausgekratzt, da kommt nichts mehr. Deswegen, ich habe einen Grund. Ich habe einen Grund, Freunde. Und der da ist halt schön und wieder voll. Ich glaube, der ist halt ein bisschen zu hell. Jetzt schmier ich mir schon wieder alles ins Gesicht, weil das nervt mich bei denen. Ich mache so, der pumpt so gleich raus hier, ne? Also ja, ich finde die gut, hä? Die geht übel fit. So, dann habe ich mir einen Highlighter-Pinsel gekauft. Warte kurz, den hier so. Und einen Highlighter. Den hier von Essence, glaube ich. Ja, ich habe den noch nie ausprobiert, ich probiere ihn aus. Der ist so leicht rosa. Hä,
Hey, der ist übel gut. Gut, ich wollte gerade cool sagen, aber gut, ja. Oha, ich liebe den jetzt schon. Love. Okay, Pinsel kommt zu meinen anderen Pinseln. Oh, Leute, ich habe meine Haare gerade irgendwie gemacht. Fragt einfach nicht, was das ist. Oh mein Gott. Ach, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt mein Zimmer aufräumen, weil das sieht zurzeit... Oh mein Gott. Ah, das sieht zurzeit halt noch so aus. Und es wird gleich besser aussehen. Ich schwöre, ich verspreche es euch. Ich kann mich nicht ernst nehmen, so wie ich gerade aussehe. Auf jeden Fall telefoniere ich währenddessen noch mit einer Freundin. Und ja, heute kommt ja auch GNTM. Und der Abend ist relativ lang. Deswegen geht das Video auch noch länger. Also nicht, dass ihr denkt, ich räume jetzt auf und das ist das Video zu Ende. Nein, 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 Leute. Das Video wird noch richtig fancy. Aber ich räume jetzt trotzdem auf und dann sehen wir uns gleich. Also Leute, ich habe mein Zimmer einigermaßen aufgeräumt. Mein Schminktisch beachten wir nicht, weil der ist immer so. Und jetzt mache ich mir Essen. Egal, egal, egal. Kochoutfit. Sieht ja gar nicht. Irgendwie weiß ich nicht, wo ich mich gerade hinstellen soll. Ich stelle euch jetzt einfach mal hier hinten hin. Wir haben einmal zur Verfügbarkeit kleine Tomaten. Dann haben wir Blaubeeren, Weintrauben. Wir haben hier drin eine Salatsauce. Hier haben wir Salat. Dann haben wir Schokomousse, Bagels. And we have Avocado. Leute, das ist jetzt mein Abendessen. Es ist sehr viel, aber es ist also Salat, dann so ein Bagel, Heidelbeeren, Weintrauben und so ein Schoko-Dings da, Mousse. Also ja, auf jeden Fall, ich freue mich schon voll, weil das sieht echt lecker aus. Ich weiß nicht, wo ich das essen soll. Hier liegt halt überall Wäsche auf meinem Sofa. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Dieser Zopf an mir? Oh mein Gott. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich werde jetzt telefonieren. Ja, währenddessen snack ich noch ein paar Chips. Eigentlich wollte ich Germany's Next Topmodel schauen. Hier, auf diesem Fernseher. Da. Kein Netzwerksignal. Dann habe ich die Mama geholt. Also wir kriegen es selber nicht hin. Und ich würde sagen, wir melden uns dann, wenn ich so richtig müde bin. Nach dem Telefonieren so richtig, wenn ich dann so richtig so aussehe, so... Ihr wisst, was ich meine. So, Leute, ich bin jetzt fertig mit Telefonieren. Ich habe mich jetzt noch schnell fertig gemacht. Beziehungsweise halt kurz meine Haare noch gekämmt, Zähne geputzt, gewaschen und so. Und jetzt gehe ich auch schlafen. Ich gehe jetzt schlafen, weil ich bin müde. Deswegen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Adios, amigos.